Ich möchte dir eine Frage stellen. Was tust du, das in der Ewigkeit wiedergefunden wird? Ich meine damit, was tust du in diesem Leben, in diesem irdischen Leben, das der Herr dir geschenkt hat, als ein Kind Gottes, als Christ, was tatsächlich Ewigkeitswert hat, was über dieses Leben hier hinausreicht bis in die Ewigkeit? Was tust du? Weißt du, so viele Menschen, so viele Christen leben einfach wie alle Leute um sie herum. Es macht gar keinen Unterschied. Sie sind von den gleichen Sorgen und Ängsten und Interessen geprägt und eigentlich ist ihr Leben etwas, was so dahin plätschert und wo es nicht dazu kommt, dass es einen echten Unterschied bewirkt. Das soll aber nicht für dich und mich gelten. Das ist nicht das, wozu der Herr uns errettet hat, sondern er hat uns Missionsbefehle gegeben und die sagen im Grunde genommen, ihr sollt ein Segen sein. Ihr sollt Leute segnen. Ihr sollt sie dazu bringen, dass sie zum ewigen Leben kommen. Sie sollen geheilt sein, sie sollen befreit sein, sie sollen in einer anderen Weise leben können. Ihr sollt ein Segen sein. Ihr sollt Leute voranbringen in ihrem Leben. Das ist etwas, was in Ewigkeit wiedergefunden wird. Wenn wir Menschen segnen, wenn wir Reich Gottes bauen, wenn wir vorangehen. Der Herr hat einen Job für uns zu tun. Er möchte, dass wir aktiv sind. Aber leider ist das etwas, was bei vielen Christen überhaupt nicht, auf dem Schirm ist, was sie gar nicht realisieren. Ich lese dir einen Bibelvers vor von Paulus im 1. Korintherbrief, der das sehr deutlich auf den Punkt bringt. Und zwar geht es darum, um das Fundament. Christus ist das Fundament, auf dem wir unser Leben bauen. Aber wie bauen wir? Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, das ist so die erste Gruppe, errichtet, oder eben Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer offenbar wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Das heißt, da gibt es irgendwie, irgendwann einmal, einen Zeitpunkt, wo unser Leben beurteilt wird, wo unser Leben geprüft wird, geläutert wird, wo es darum geht, hat das Bestand? Und es gibt Dinge, die reichen bis in die Ewigkeit und es gibt Dinge, die verbrennen sozusagen mit diesem irdischen Leben. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Diese Aussage richtet sich an Christen. Das geht um Leute, die Jesus als ihr Fundament haben und die auf diesem Lebensfundament etwas aufbauen. Es geht darum, was machst du mit deinem Leben? Es geht darum, was tust du, das in die Ewigkeit hineinreicht, das Ewigkeitswert hat, das in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Denk mal drüber nach. Es gibt Leute, die sitzen im Zimmer und warten nur auf die Entrückung. Das ist nicht das, wozu Jesus uns beauftragt hat. Er hat gesagt, wir sollen rausgehen und wir sollen für die Menschen ein Segen sein. Wir sollen ihnen die gute Nachricht verkündigen. Und in dem Sinne glaube ich, dass du aktiv sein kannst, Reich Gottes bauen kannst, mit den Ressourcen, die du hast, mit den Fähigkeiten, den Gaben, die du hast, aktiv bist und du wirst sehen, dass du einen echten Unterschied machen kannst. Wirklich, Gott hat mehr für dich.